Lektion 83 in deiner Geisteserforschung. Die letzten beiden Lektionen haben wir es davon gehabt, da haben wir es von deinem Licht gehabt, das du bist. Dass das Licht, dass du das Licht der Welt bist, dass deine Vergebung die einzigste Funktion als Licht der Welt ist. Das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch deine Vergebung. Und wir haben es auch davon gehabt, dass wir nicht unsere Funktion vergessen wollen als Licht der Welt. Was ist denn dieses Licht? Dieses Licht ist Gott. Und können wir Gott verstehen? Nein. Können wir das Licht verstehen? Wir können es fühlen. Du kannst es jetzt fühlen in deiner Grenzenlosigkeit. Fühle Gott, fühle das Licht. Es gibt zwei parallele Welten. Die eine Welt ist die Welt des Körpers mit seinen Seen, Gebäuden, mit seinen Städten, Menschen, mit seinen Wolken und Tälern, mit seinen Tieren und Pflanzen, mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinen Wirren und Ängsten, mit seinen Sorgen und mit seiner Freude, mit den Sonnenuntergängen und mit den Mondaufgängen. All das ist die Welt der Form. Und wir haben uns so sehr an die Welt der Form gewöhnt, dass wir sehr, sehr, sehr an ihr festhalten. Doch die Welt des Lichtes ist eine gänzlich andere. Wenn wir uns in die Welt Gottes erheben lassen, du musst das nicht tun, denn du kannst es nicht. Aber du kannst dich emporheben lassen, indem du Vergebung praktizierst. Wirst du mehr und mehr die Welt des Lichtes erkennen, die Welt Gottes, die Grenzenlosigkeit, die Zeitlosigkeit, die Raumlosigkeit. Und dennoch wissen, dass du existierst. Deine Existenz verschwindet nicht. Aber sie ist nicht mehr auf einen Körper reduziert. Sie ist nicht mehr auf die Form reduziert. Sie ist nicht mehr darauf reduziert, dass hier auf dieser Welt irgendetwas funktioniert oder nicht funktioniert. Sondern du wirst tatsächlich wie, ich möchte es mal sagen, wie in einem Fahrstuhl emporgehoben und bist plötzlich in diesem Bereich des Lichtes, im Reich Gottes. Grenzenlosigkeit, Weite, Schönheit, Freude, einfach nur Freude. Das ist das, was auf uns wartet. Das ist das, wozu wir aufgefordert sind, unseren Geist zu öffnen. Und alles wollen und müssen und alles soll anders sein oder besser werden, zu irgendeiner Zeit aufzugeben. Es ist jetzt schon vollkommen. Die Vollkommenheit, diese Vollkommenheit kannst du jetzt schon erreichen. Und noch einmal, sie ist unabhängig von der Welt. Die Welt hat dir diesbezüglich gar nichts zu bieten. Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht gerne hörst, weil bestimmte Bereiche deines Lebens so, so wichtig sind. Die Welt kann dir das nicht bieten. Aber sie ist ein Mittel, um dahin zu gelangen. Und deshalb wende die Mittel an, die dir gegeben wurden, um dorthin zu gelangen, wo du wahrhaft hin willst. Die Welt ist ein Mittel und sie ist nicht eine weitere Möglichkeit, um glücklicher zu, um das Glück in der Formebene zu finden. Es ist alles eine Illusion, es ist alles ein Traum. Und sage jetzt nicht, naja, das verstehe ich nicht und deshalb lasse ich es. Sag lieber, okay, das verstehe ich nicht und ich möchte es lernen. Ich verstehe es nicht und ich möchte mich daran erinnern. Sage lieber dies, es ist sehr viel hilfreicher, wie wenn du sagst, naja, das ist nur Science Fiction oder irgendetwas in dieser Form und das kann ich ja nie verstehen. Nein, lass doch. Sag doch einfach, okay, hey, da gibt es etwas zu lernen für mich in der Schulklasse Erde und ich will das jetzt lernen. Und dann wirst du mehr und mehr verstehen, einfach
Aber dieses Verständnis kann nicht übermittelt werden. Es ist ein Fühlen. Es ist eine völlig neue Wahrnehmung einer ganz anderen Welt. Und du steckst mitten im Geburtskanal, weißt du das? Und deshalb wehre dich nicht mehr gegen deine Geburt in die Welt des Lichtes, sondern sage einfach ja. Sei nicht mehr im Widerstand, sondern sage ja. Und eine Geburt, die eingeleitet ist, wird zu Ende geführt. Und du kannst Schmerzen verhindern, indem du ein Ja gibst zu dem, was jetzt ist. Indem du Vergebung praktizierst in allen Situationen. Und dann wirst du deine Aufgabe hier annehmen, denn du hast tatsächlich eine Aufgabe. Deine Aufgabe ist nicht, ein reicher Mensch zu werden oder seltsame Vorstellungen zu erfüllen, sondern du hast eine Funktion und die wurde dir vom Licht gegeben. Und du kannst dich wieder vollkommen, du kannst wieder vollkommen in dieses Licht vertrauen, in Gott vertrauen, in die Liebe vertrauen, in das Leben vertrauen. Das Leben groß geschrieben, macht keine Fehler. Hier geschieht kein Fehler. Es ist alles deine Bestimmung, was du jetzt erlebst. Und an deiner Bestimmung kannst du nichts ändern, aber du kannst deine Erfahrung verändern, indem du neu darüber denkst. Wir alle sind in eine große Bestimmung eingebunden und jeder spielt hierin seine Rolle. Es spielt keine Rolle. Die Politiker, die Virologen, die Wirtschaftsbosse, dein Nachbar, die Chinesen, der Amerikaner, der Asiate, der Afrikaner, die ganze Welt spielt hierin eine Rolle. Es ist die Bestimmung, die dich jetzt an diesen Platz geführt hat. Hörst du das? Es ist die Bestimmung, es ist deine Bestimmung. Und jetzt wehre dich nicht mehr gegen deine Bestimmung. Du bist immer in einer maximalen Situation, in der du in der Lage bist, dieses Licht in deinem Geist zu erkennen. Und hier hilft auch kein Jammern und kein Zetern, dass irgendetwas anders sein soll. Und hier helfen auch keine Gebete, dass in 2 Wochen irgendwas anders sein soll oder nächstes Jahr. Hier hilft dir nur eins, jetzt in diesen vollkommenen Zustand zu gelangen, in den Zustand des Lichtes, in dem Gott auf dich wartet. Ist das ein Angebot? Brauchst du hierfür noch Zeit? Fühle mal nach. Was ständig gemacht wird, wenn wir in der Zukunft noch etwas Besonderes erreichen wollen. Lass diese Kinderspielzeuge los. Dein Lernen, du bist jetzt an einem völlig anderen Punkt deines Lernens. Du kannst verstehen, dass der vollkommene Zustand des Lichtes keine Zeit braucht, weil er ewig ist. Und er ist jetzt für dich verfügbar. Jetzt. Und immer nur jetzt. Wann denn sonst? Und deshalb mache keine weiteren Illusionen mehr. Mache keine weiteren Welten mehr. Halte inne und sage ja zu deiner Bestimmung. Sage ja zu deiner Bestimmung. Und du wirst sehen, dass du dadurch in den Frieden kommst. Und dein Friede wird sich ausdehnen über die ganze Welt. Dein Friede ist sehr hilfreich. Er wird die Menschen erreichen, die jetzt in Not sind und du musst sie nicht mal kennen. Dein Geist lebt durch die Ausdehnung des Friedens.
und er stirbt durch die Projektion der Angst. Und deshalb begebe dich heute in die Ausdehnung des Friedens, indem du deiner Bestimmung ein Ja gibst. Genau dort, wo du jetzt bist, bist du hilfreich. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Ich habe keine andere Funktion außer der, die Gott mir gab. Diese Einsicht befreit mich von jedem Konflikt, weil sie bedeutet, dass ich keine miteinander in Konflikt stehenden Ziele haben kann. Mit einem einzigen Zweck bin ich mir ständig sicher, was ich zu tun, zu sagen und zu denken habe. Jeder Zweifel muss schwinden, wenn ich anerkenne, dass meine einzige Funktion die ist, die Gott mir gab. Ein konfliktreicher Mensch kann nur Konflikt lehren. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Alles, was von Gott kommt, ist eins. Es kommt aus dem Einssein und muss als eins empfangen werden. Meine Funktion zu erfüllen ist mein Glück, weil beides aus der gleichen Quelle stammt. Und ich muss begreifen lernen, was mich glücklich macht, wenn ich Glück finden will. Hörst du? Du musst begreifen lernen, was dich glücklich macht, wenn du Glück finden willst. Und gestehe dir doch heute mal ein, hey, ich habe es noch nicht wirklich begriffen. Denn wie ich auch gestern gesagt habe, wenn du dich unglücklich fühlst, und das kannst du sofort bemerken, da brauchst du nicht lange Zeit dazu. Du kannst dich einfach nur fragen, bin ich jetzt glücklich? Falls du dich unglücklich fühlst, gehst du alleine. Bist du außerhalb des Lichtes? Du hast dich dissoziiert von der Quelle des Glücks. Du musst begreifen lernen, was dich glücklich macht, wenn du Glück finden willst. Und schau doch mal hin, gell? Es ist doch so, jeder will glücklich sein. Jeder. Du kannst jeden Menschen fragen, er will glücklich sein. Aber jetzt guck mal hin, wie sich das verlagert hat, glücklich sein zu wollen. In einem neuen Ruderboot, Schlauchboot, Fahrrad, in einer neuen Uhr, schönere Wohnung, tollere Beziehung und, und. Da findest du dein Glück nicht. Dein Glück ist im Geiste Gottes. Mein Geist in Gottes Geist, hier ist die Lösung. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Hier ist die Lösung. Und deine einzigste Funktion ist die, die Gott dir gab. Was wäre, wenn du das heute anerkennst? Was wäre, wenn du dem heute ein Ja gibst, auch wenn du nicht verstehst oder vielleicht noch nicht verstehst, was es bedeutet? Einfach nur, hey, da ist es, da ist die Lösung. Ich habe mich einfach nur getäuscht in meiner Welt. In meinen Gedanken, in meinen Überlegungen, was ich in der Zukunft zu tun habe. Sei doch mal ehrlich, du weißt es nicht, was du in der Zukunft zu tun hast. Aber im Jetzt wird es dir gegeben. Es spricht den ganzen Tag eine Stimme zu dir. Und guck mal hin, die Welt ist runtergefahren. Wumm, sie ist runtergefahren. Das menschliche Tun hält inne. Und du hast jetzt eine wunderbare Möglichkeit, Einhalt zu gebieten, deinen ganzen Ideen, deinen ganzen Gedanken in die Stille, in die Ruhe zu kommen und noch einmal zu überlegen, was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Will ich so weitermachen wie bisher und meine endlose Suche auf der Formebene zu gestalten? Es ist dir gewährt, diesbezüglich hast du den freien Willen. Oder willst du deinen freien Willen dazu nutzen, dem Licht ein Ja zu geben, dich mit all deinen Ideen aufzugeben, einfach nur Ja zu sagen, ja, ich will glücklich sein.
Und ich habe mich bisher einfach nur getäuscht. Und diese Täuschung möchte ich heute nicht mehr weitere Aufmerksamkeit geben, sondern ich will mich in die Wirklichkeit öffnen, in die Wirklichkeit des Himmels, des Lichtes, der Beständigkeit, der Sicherheit, der Wahrheit, dem warmen Gefühl des Geliebtseins. Und inzwischen weißt du ja, dass du sehr geliebt bist und aller Mangel nur daher rührt, dass du das Gefühl hast, nicht geliebt zu sein. Und alle Sorgen nur daher rühren, von der Idee, nicht geliebt zu sein. Du bist sehr geliebt. Sei dir dessen sicher. Genau jetzt. Und immer jetzt.